Hey Formel 1 Freaks, Daniel Ricciardo hat in Melbourne mal wieder ein enttäuschendes Rennwochenende erlebt. Das hat schon angefangen im Qualifying, als er in Q1 ausgeschieden ist und zwar durch einen eigenen Fehler. Und dann war das Rennen natürlich schon angeknackst, da musste er dann natürlich schon von hinten starten, von Platz 18 und deshalb hat es dann am Ende nur für den 12. Platz gereicht. Er hat wieder keine Punkte geholt, während Yuki Tsunoda 7. wurde und damit massiv Punkte für RB geholt hat, nämlich 6 Punkte an der Zahl. Deshalb ist Daniel Ricciardo schon angezählt und jetzt nach dem dritten Rennen ist tatsächlich ein Ultimatum für ihn ausgestellt worden. Was hier dahinter steckt, das erzähle ich euch in diesem Video. Auf diesem Kanal dreht sich alles um die Formel 1, also wenn ihr euch dafür interessiert, abonniert gerne den Kanal, denn ich recherchiere für euch. Danke euch. Daniel Ricciardo hatte eigentlich einen super Plan. Er wollte mit RB sich wieder empfehlen für Red Bull Racing, wo er einst mal war und einst so gut war. Wenn man sich mal bedenkt, dass er Max Verstappen 2016 in der Gesamtwertung geschlagen hat, da wurde er 3. und Max Verstappen nur 5. Klar, man muss dazu sagen, da hat Max Verstappen nicht alle Rennen für Red Bull Racing gefahren, sondern nur 17 von 21. Die anderen 4 Rennen ist er damals noch für Toro Rosso gefahren. Aber 17 von 21 ist jetzt nicht wenig und deshalb hätte es damals durchaus passieren können, dass Max Verstappen mit dieser Anzahl an Rennen dann doch Daniel Ricciardo schlägt. Aber Daniel Ricciardo hat ihn dann geschlagen am Ende der Saison und das hat sich auch 2017 wiederholt. Da ist Daniel Ricciardo am Ende des Jahres nämlich 5. geworden und Max Verstappen 6. Man muss aber dazu sagen, dass Daniel Ricciardo in diesem Jahr nur einen Sieg geholt hat, während Max Verstappen 2 Siege geholt hat. Und bei all diesen beiden Jahren muss man auch berücksichtigen, dass Max Verstappen da noch viel jünger war und er noch nicht so viel Erfahrung hatte zu dem Zeitpunkt. Aber ab diesem Zeitpunkt hat es dann geswitcht, ab 2018 war dann Max Verstappen der bessere Fahrer, da hat er Daniel Ricciardo geschlagen in der Gesamtwertung, er wurde 4. und Daniel Ricciardo nur 6. Und ab diesem Zeitpunkt war Daniel Ricciardo irgendwie wie ausgetauscht. Er war ab diesem Zeitpunkt irgendwie auf dem falschen Fuß unterwegs, das hat schon angefangen bei Renault und dann auch bei McLaren. Er ist nie wieder zurückgekommen auf die Spur, aber jetzt hat er gedacht, dass er das mit den Racing Bulls nochmal schaffen kann und er hatte letztes Jahr auch einen super Start mit diesem Team und zwar in Budapest. Da hat er nämlich sofort Yuki Tsunoda im Qualifying geschlagen und auch im Rennen, da ist nämlich Daniel Ricciardo 13. geworden und Yuki Tsunoda 16. Aber schon nach dem zweiten Rennen letztes Jahr für AlphaTauri ist Daniel Ricciardo für eine längere Zeit ausgefallen, weil er in Zandvoort sich verletzt hat. Und als er wieder zurückgekommen ist, ab da war wieder der Wurm drin. Es lief einfach nichts und Yuki Tsunoda war konstant der bessere Fahrer. Das hat Ende der letzten Saison begonnen und hat sich jetzt über die Winterpause auch reingezogen in das neue Jahr. In keinem einzigen Qualifying in diesem Jahr konnte Daniel Ricciardo Yuki Tsunoda bisher schlagen und der Abstand war teilweise gigantisch. Und das hat sich jetzt auch in Melbourne wieder gezeigt. Daniel Ricciardo ist schon in Q1 ausgeschieden und zwar durch einen eigenen Fehler. Er hat die Streckenbegrenzung überfahren und dadurch wurde ihm eine Rundenzeit gestrichen. Das heißt, man kann da nur ihm die Schuld geben. Nicht irgendwelchen anderen Umständen. Er hat den Fehler gemacht. Und das kam zu einem Zeitpunkt, wo Yuki Tsunoda einfach sehr gut performt hat. Das heißt, diese Gegenüberstellung war dann noch drastischer, als es vielleicht woanders gewesen wäre. Aber so hat Yuki Tsunoda eben sehr viele Punkte geholt für RB. 6 Punkte mit seinem 7. Platz. Und das stellt ihn natürlich jetzt auf ein Podest und Daniel Ricciardo ganz nach unten. Und aufgrund dieser Leistung hat man jetzt ein Ultimatum an Daniel Ricciardo angeblich gestellt. Und zwar hat er jetzt anscheinend nur noch 2 Rennen Zeit, um sich zu beweisen, nämlich in den Rennen in Suzuka und in Shanghai. Und wenn er da nicht performt, dann soll anscheinend schon in Miami Liam Lawson im Cockpit sitzen. Das hat der New Zealand Herald berichtet. Das ist ein Magazin aus Neuseeland, das heißt aus der Heimat von Liam Lawson. Und da werden die Journalisten natürlich ganz genau forschen, weil sie natürlich interessiert sind an ihrem Landsmann Liam Lawson. Und das haben sie jetzt eben anscheinend herausgefunden, dass Red Bull dieses Ultimatum an Daniel Ricciardo gestellt hat. Und das macht auch sehr viel Sinn. Denn Dr. Helmut Marko war nach Australien auch nicht happy. Er hat mal wieder verzweifelt nach den Gründen gesucht, was los sein kann und hat Folgendes dazu gesagt. Er tut sich schwer, man muss schauen. Jeder Fahrer sieht die Daten des anderen. Es gibt also keine Geheimnisse. Sie haben das gleiche Auto. Alles ist gleich. Daniel hat in der Vergangenheit bewiesen, dass er ein schneller Fahrer ist. Es ist also etwas Mentales, ein mentales Problem. Er muss zumindest wieder auf Augenhöhe kommen mit Yuki. Dazu braucht er ein Auto, in das er Vertrauen hat. Ich hoffe, das Team kann ihm sowas geben. Ja, Dr. Helmut Marko hat hier 2 mögliche Faktoren genannt, die für die schlechte Performance von Daniel Ricciardo verantwortlich sein können. Zum einen ein mentales Problem und zum anderen, dass vielleicht Daniel Ricciardo kein Vertrauen ins Auto hat.
Aber nachdem man Daniel Ricciardo befragt hat, hat er dazu gesagt, dass keines der beiden verantwortlich ist für seine Performance. Er sagt, er hat kein mentales Problem und er sagt auch, dass er das Auto nicht schlecht findet. Er hat eine Verbindung zum Auto, aber er kommt einfach nicht auf Speed und er kann es sich selber nicht erklären. Er hat Folgendes dazu gesagt. Mit Vertrauen hat das nichts zu tun. Es ist nicht so, dass ich mich frage, was das Auto macht, wenn ich bremse oder einlenke. Das ist es nicht. Ich habe einfach nur den Eindruck, dass ich häufig vielleicht nicht den Speed gehen kann, den Yuki gehen kann. Deshalb stelle ich dem Team gerade viele Fragen. Einen solchen Saisonstart hatte ich nicht erwartet. Vergangenes Jahr in Budapest lag ich im Qualifying sofort vor Yuki und hatte praktisch ohne Vorabkenntnisse ein wirklich starkes Rennen. Ich bin deshalb wirklich davon ausgegangen, dass wir die Saison deutlich stärker beginnen würden. Das ist der Grund, weshalb sich gerade viele fragen, nicht nur ich, was da los ist. Tief in mir habe ich vor dem Wochenende wirklich geglaubt, es würde sehr, sehr gut werden. Ich habe kein mentales Problem. Mein Kopf ist nicht voller Unsinn oder dergleichen. Mir geht es wirklich gut. Nur leider lassen mich die Ergebnisse nicht in Euphorie ausbrechen. Aber tief in mir drin und hinter dem Lenkrad fühle ich mich gut und aufgeregt. Ich will einfach weiter Rennen fahren, denn ich bin mir sicher, da steckt noch etwas mehr in mir drin. Und ich glaube weiter, dass wir vielleicht noch mehr aus dem Auto herausholen können. Ja, das war Daniel Ricciardos Aussage und er sagt hier, dass er praktisch keine Ahnung hat, woran es liegt. Und das ist immer das Schlimmste. Es liegt laut ihm nicht am Auto, also am Vertrauen ins Auto und auch nicht an der Mentalität. Sein Kopf ist frei und er fühlt sich gut. Also, was ist dann das Problem? Hat er wirklich das Fahren verlernt? Woran liegt es, dass Daniel Ricciardo ab einem bestimmten Punkt einfach nicht mehr schnell genug war? Er kann es auf der Strecke einfach nicht mehr umsetzen und deshalb fragen sich das eben viele. Vielleicht ist wirklich das Ende für ihn jetzt bald gekommen und vielleicht sollte er auch jetzt aufhören, weil wenn es einfach nicht mehr geht, dann geht es nicht mehr. Es war jetzt mit 3 verschiedenen Teams nicht gut. Mit Renault, mit McLaren und jetzt auch wieder mit den Racing Bulls. Also warum sollte es dann bei Red Bull Racing gut werden, wenn man ihn da befördern würde? Das macht keinen Sinn. Er muss auch da abliefern und er macht es bis jetzt nicht. Und deshalb wurde ihm wahrscheinlich das Ultimatum gestellt. Liam Lawson dagegen hat letztes Jahr in seinen 5 Rennen, in denen er Daniel Ricciardo ersetzt hat, als er verletzt war, super abgeliefert. Er hat auch Punkte geholt für AlphaTauri letztes Jahr und zwar einmal als 9. in Singapur. Das hat dann 2 Punkte gebracht. Also Liam Lawson steht auf jeden Fall in den Startlöchern. Er wird sehr wahrscheinlich eine Chance bekommen bei den Racing Bulls. Das hat man auch schon im Vorfeld dieses ganzen Ricciardo-Dramas betont. Nämlich ganz am Anfang der Saison, da hat man gesagt, er wird früher oder später seine Chance in einem Cockpit bekommen. Und das wird jetzt vielleicht bald der Fall sein. Was dann mit Red Bull Racing passiert, wo ja der Vertrag von Sergio Perez am Ende des Jahres ausläuft, das sei auch dahingestellt, ob es einer aus dem eigenen Kader dann wird, also eben vielleicht ein Liam Lawson oder ein Yuki Tsunoda oder vielleicht ein ganz anderer, das könnte sogar passieren, denn Christian Horner hat zum Beispiel nach Melbourne jetzt betont, dass ja jemand da gewonnen hat, der für nächstes Jahr noch arbeitslos ist. Er hat Folgendes gesagt. Manchmal muss man auch über den Tellerrand hinausblicken. In Australien hat mit Carlos Sainz ein sehr schneller, bald arbeitsloser Fahrer gewonnen. Der Markt ist also bei bestimmten Fahrern ziemlich dynamisch. Ja, also vielleicht greift Red Bull auch wieder wie bei Sergio Perez außerhalb des Kaders nach einem Fahrer und vielleicht wird es ja tatsächlich Carlos Sainz. Aber dann ist insgesamt auf jeden Fall die Tür zu für Daniel Ricciardo. Was denkt ihr, was wird passieren? Kann sich Daniel Ricciardo noch verfangen oder wird es das für ihn gewesen sein in Miami? Schreibt's gern rein, ich bleib für euch am Ball in der Formel 1. Bis zur nächsten Folge. Ciao.